Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade, Friede und die Hoffnung auf Jesus Christus sei mit euch. Liebe Gottesdienstgemeinschaft, Ihnen allen einen ganz herzlichen Willkommen zu unserem zweifach besonderen Gottesdienst. Die westliche Welt begeht heute den Muttertag. Vielleicht ein Brauch, der aus einer noch fernen Zeit kommt und sich vielleicht auch ein bisschen überlebt hat. Aus einer Zeit, wo Frau und Mutter sein gleichgesetzt worden ist. Und Frauen und Mütter, abgesehen von dem Gedenktag, gesellschaftlich kein grosses Bestimmungsrecht hatten. Der Tag hat die Emanzipation, das Genderdenken und die Veränderungen überlebt. Wir führten trotzdem noch. Und es macht vielleicht auch Sinn, in unserer rastlosen Zeit einen Tag im Jahr den Wert von mütterlichen, aber auch väterlichen Menschen zu gedenken. Denn beide sind, was Kinder anbelangt, heute in der gleichen Verantwortung. Kinder brauchen einen Bezug zu Wert, Geborgenheit, Liebe, Annahme. Aus unserer eigenen Erfahrung wissen wir, was in der Familie passiert, züchtet später auch Spuren ins ganze Leben bis in die Gesellschaft hinein. Und der zweite Grund, der den heutigen Sonntag zu einem besonderen macht, ist ebenfalls eine Frau. Ich glaube, keine Mutter, aber eine Journalistin. Eine Journalistin, die hunderte von Müttern und Frauen in Ländern und Kulturen interviewt hat, in denen die Familie oft der einzige Raum der Geborgenheit und der Sicherheit ist, weil in diesen Ländern das Leben viel mehr ein Überleben bedeutet und die Gesellschaft ein rauer und ein unliebsamer Ort ist, wo Kinder nicht aufwachsen und Leben sich nicht so entfalten können, wie wir es bei uns kennen. Karin Wenger, Journalistin vom Schweizer Radio SRF und x-fache Autorin von verschiedensten gesellschaftspolitischen Büchern aus dem nahen, mittleren und fernen Osten und mehrfach ausgezeichnet mit schweizerischen und internationalen Journalisten und Pressepreis, sind Sie uns ganz, ganz herzlich willkommen. Was verändert ein Mensch, der so wie du und ich wohlbehütet aufgewachsen ist, ich glaube, in Winterthur, und in die schwierigsten Lebensbedingungen hineinschauen kann, wo andere Menschen aufwachsen müssen. Wie geht jemand um, wo das eklatante Unrecht nicht nur aus der Zeitung herauslässt, sondern mit eigenen Augen sieht, vor Ort lebt, dem Unrecht, wo andere Menschen millionenfach tagtäglich ausgesetzt sind? Was passiert zwischenmenschlich, wenn man Frauen, Männer, Kinder hautnah erlebt, wo einem das persönliche Schicksal in diesen Missständen, gesellschaftlichen Missständen offenbart? Will man vielleicht sogar nach der Waffe greifen, wenn man sieht, dass die pure Gier nach Macht, Einfluss und Geld Regierungen das eigene Volk ausbluten lassen? Kann eine Journalistin, die mit extremsten Situationen konfrontiert ist, nur als Gute im Menschen überhaupt glauben? Oder daran glauben, dass es eine gerechte, göttliche Macht gibt? Über diese Fragen und darüber, wie es in den Krisengebieten weitergeht, wenn die Journalisten und Kriegsreporter abgezogen sind, möchte ich mit der Frau Wenger ins Gespräch kommen. Das Leben und das, was uns manchmal als Geschenk auch erfreut und manchmal auch eine enorme Last ist, tragen wir jetzt dann aber zuerst zu Gott. Gott, du großes Geheimnis, unbegreiflich, schwer zu verstehen,
und doch so sehnlichst näher. Wir erleben dich ganz unterschiedlich. Manchmal können wir nicht verstehen, wie wir in die Welt schauen, dass so etwas möglich ist. Und manchmal spüren wir deinen Geist in dem feinen Wind, der uns selber streichelt, wenn das Leben gut meint mit uns. Wir bringen zu dir, was uns belastet. In der weiten Welt, wo wir lernen, immer wieder mehr kennen als ein Unort manchmal, wenn wir die Nachrichten schauen oder Zeitung lesen. Wir bringen dir aber auch unsere ureigenen, ganz persönlichen Herausforderungen, die manchmal eben so schwer lastet, weil wir mit denen eins zu eins konfrontiert sind. Beziehungen auseinandergehen, Krankheit, die plötzlich ins Leben kommt, Ängste, die entstehen und Ohnmacht. Und wir bringen dir aber auch alle schönen Momente, die lichtvollen, die kraftspendenden, die uns immer wieder aufstehen lassen aus den Niedrigen vom Leben. Denn wenn wir spüren, dass es so etwas gibt, wie ein Gott, der da ist und uns liebt und trägt. Ihr grosses Geheimnis hinter der sichtbaren Welt, dir bringen wir uns das ganze Leben und rufen, Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Gütige Gott, er schenke uns sein Erbarmen, er nehme unsere Hand und richte uns auf und führe uns auf die Pfade des Lebens. Er, der Vater, durch den Sohn im Heiligen Geist. Amen. Suchen und fragen, hoffen und sehen, miteinander glauben und sich verstehen. Wir singen miteinander. Das Lied, das man sicher hört, wenn man kennt, wenn man Melodie hört, singt einfach, was die Strophe uns da offeriert. Thank you.
Lesung aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit schleppten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu Jesus, die anscheinend beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte, wo sie von allen gesehen werden konnte, und sagten zu Jesus: Lehrer, diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Im Gesetz steht, Mose hat uns befohlen, eine solche Frau zu steinigen. Was meinst du dazu? Sie fragten dies, um Jesus auf die Probe zu stellen und ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht locker ließen, richtete er sich auf und sagte: Wer von euch noch nie eine Sünde auf sich geladen hat, werfe den ersten Stein auf sie. Dann bückte er sich wieder und schrieb weiter auf die Erde. Als die Ankläger das hörten, ließ einer nach dem anderen seinen Stein fallen und gingen beschämt davon. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Da richtete er sich erneut auf und fragte sie: Wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Ich verurteile dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Du kannst gehen, aber lass es nicht zu, dass du dich selber zerstörst. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott. Wir haben eine biblische Geschichte gehört, wo es einen schlimmen Anfang hat. Und man schon denkt, oder ein Bild aufkommt von menschenunwürdigem Verhalten. Eine Frau wird gesteinigt. Eine schwierige Geschichte mit einem guten Ende.
Eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist, nicht weil sie Freude hat an dem, sondern weil sie keine soziale Sicherheit hat, ist vermutlich eine junge Witfrau gewesen, ohne familiäre Bindung. Und hat ein Kind durchbringen und hat ihren Körper verkauft. Ehemann. Verurteilt ist aber nur die Frau geworden, wenn jemand beim Ehebruch ertappt worden ist, mit dem mosaischen Gesetz von der Steinigung. Jesus deckt die Doppelmoral auf, die Verlogenheit von diesen Männern, die sie hier anzehren. Und wie es so manchmal ist, er hat einfach eine schlichte Bauernschleue und sagt nur bloß, wer von euch ohne Sünde ist, soll gleich den ersten Stein werfen. Und alle sind beschämt und lassen den Stein fallen, wo sie schon darauf gefreut haben, zu werfen, Blut zu sehen. Lassen den Stein fallen und gehen davon. Frauen und Steinigungen, mir kommt tatsächlich Afghanistan, Pakistan, Taliban in den Sinn. Ein Land, das Sie kennen, Frau Wenger. Ein wunderschönes Land. Sie waren in Afghanistan und wie ich irgendwo gelesen habe, im Google oder in Wikipedia, sie finden das Land atemberaubend schön. Und Afghanistan ist übrigens auch ein Land, das 8 Jahre vor dem Schweizer Frauenstimmrecht da auch eingeführt hat, für Frauen damals. 8 Jahre vor unserem Frauenstimmrecht hat es Afghanistan eingeführt. Sie haben Afghanistan mehrfach bereist und sind dort beruflich tätig gewesen. Und sie haben auch ein Buch verfasst, Verbotene. Oh. Das ist eben die Technik. He? Jetzt bin ich irgendwo angekommen. Jetzt. Verbotene Lieder, was ist jetzt da wieder? Technik funktioniert nicht, das muss ich halt manuell machen. Letzte Woche habe ich schon gebraucht und da haben wir gemerkt, mit dem neuen Computer geht der Präsenter nicht mehr. Und jetzt ist ein neuer Präsenter da, würde zwar funktionieren, aber ja. Das ist immer das Peinlichste. Jetzt funktioniert es. Verbotene Lieder, und sie haben in dem Buch beschrieben, das Leben von der Mina, ihre Odyssee. Mina ist zu ihrer Freundin geworden. Erzählen Sie uns etwas von dieser Mina und warum ist sie in das Herz gewachsen? Also ich habe Mina 2011 zum ersten Mal getroffen in Herat. Die Mina war damals eine Sängerin. Sie ist wie ganz viele Afghaninnen und Afghanen während dem Krieg, es hat jahrzehntelang ja Krieg gegeben, 1979 sind die Russen einmarschiert, nachher war Bürgerkrieg 10 Jahre später und dann sind die Taliban gekommen. Und der Mina, ihre Familie ist wie eben Millionen von Afghaninnen und Afghanen ist in Iran geflüchtet und dann 2001 mit dem Einmarsch der NATO-Truppe und dem Fall der Taliban ist Mina zurückgekommen auf Afghanistan. Damals war sie noch ein kleines Mädchen und sie wollte unbedingt Sängerin werden. Und sie ist dann wirklich eine Sängerin geworden. Sie ist extrem bekannt worden mit einem Lied und ist dann, hat noch eine so eine Music-Talent-Show in Afghanistan moderiert. Also sie ist Fernsehmoderatorin, sie ist Sängerin gewesen. Und sie ist auch eingeladen worden auf eine lange Musikreise in London und hat dann gesagt in einem Interview mit der BBC, sie will ihre eigene Dschihad, also ihren heiligen Krieg führen gegen die Männer, die sie unterdrücken, die Frauen unterdrücken in Afghanistan. Und als sie zurückkam auf Afghanistan, hat das natürlich verheerende Auswirkungen gehabt. Viele Männer wollten sie umbringen. Und ich habe sie in dem Moment dann getroffen, 2011, und sie hat gesagt, ich werde in den nächsten paar Tagen flüchten. Vielleicht kann ich da noch etwas anfügen. Also vorne, wo sie gelesen haben, die Geschichte von dieser Frau, da könnte man jetzt einfach sagen, das war eine rückwärts gerichtete Religion. Und ich musste sofort an Mina denken, ich musste an Afghanistan denken. Wieso werden Männer so? Um was geht es eigentlich? Es geht ganz sicher nicht um Religion. Es geht um Macht, es geht um Unterdrückung. Und vielleicht kann ich da etwas Kleines lesen aus dem Buch, bitte, wo die Mina über Angst redet und über Krieg. Und was das dann bedeutet und was das macht mit den Menschen und mit den Männern auch.
Also ich habe Mina ihr Leben dann seit 2011 begleitet, sie immer wieder gehört, besucht und sie hat mir ihr Leben angefangen zu erzählen und das ist auch in diesem Buch drin. Und Mina hat mir gesagt, alle, die in Afghanistan leben, leben mit der Angst. Wir sehen sie in den Augen der anderen und wir spüren sie unter unserer Haut pochen. Lange bevor ich selbst zum Opfer wurde, kannte ich andere, die es bereits waren. Frauen, die sterben mussten, weil sie tanzten und sangen, träumten und lebten. Man hat ihnen den Erfolg und die Freude verübelt und dass sie taten, was sie wollten. Wenn alles in die Brüche geht, wenn du nichts mehr kontrollieren kannst, was außerhalb deiner Hausmauern passiert, dann kontrollierst du umso genauer, was in deinem Innenhof passiert. Zumindest die Männer in meinem Land machen das so. Sie kontrollieren ihr Eigentum mit derselben Gewalt wie der Krieg, der um sie tobt, sie beherrscht und uns alle zerstört. Ihr Eigentum sind wir, ihre Frauen und Kinder. Der Krieg zerstört vieles, auch die schönen Gefühle. Doch Gefühle verschwinden nicht einfach, sie verwandeln sich, sie werden zu kalter Angst und klebriger Frustration, die sich wie Fladenbrot an der Ofenwand an unsere Haut klebt und in uns eindringt. Und wer in seinem Leben nichts mehr hat, worauf er sich freuen kann, der missgönnt das Glück auch allen anderen. Mein Glück war die Bühne und die, die es mir missgönnten, waren meine Verwandten und Bekannten. Ich finde es ein Wunder, ein wahnsinnig starkes Wort, wenn man das Glück anderer nicht gewinnen mag, dass man es dem zerstören muss. Ich glaube, das ist vielleicht jedem bei uns ein bisschen angelegt. So Verhalten kennt man auch aus der Seelsorge, wenn Menschen gerade auch in Partnerschaften, wo es nicht gut ist, oder in Betrieben, wo sie arbeiten, Erfolg haben oder eine gewisse Bemerkungen überkommen, wo andere damit nicht umgehen können und darum das zerstören müssen. Ja, gestern übrigens in der Tagesschau gehört, dass der Burka-Erlass wieder eingeführt worden ist. Was heisst das jetzt für die Menschen? Es ist kein grosser Unterschied. Also auch als ich schon da war, ich bin jedes Jahr einen Monat auf Afghanistan gegangen, bin immer sehr viel umgereist, zwischen 2010 und 2016. Die allermeisten Frauen auf dem Land haben immer eine Burka getragen. Und in der Stadt natürlich, dort hat es wirklich Veränderungen gegeben. Also dort hat es viele Verbesserungen gegeben. Es hat Spitäler gegeben, es hat Schulen gegeben, es hat Universitäten gegeben. Aber auf dem Land, da haben mich zum Teil auch die Leute gefragt, also okay, jetzt sind die Russen nicht mehr da. Wer ist jetzt eigentlich da? Also da hat man so wenig eigentlich gespürt von dieser Veränderung, die gekommen ist. Und viele Frauen haben mir auch gesagt, wenn ich mit ihnen über Burka zum Beispiel geredet habe, haben sie gesagt, schau, für uns ist das auch ein Schutz. Weil wir können uns darunter verstecken. Wir sind nicht ausgesetzt, diesen Blick von diesen Männern. Also es ist, nichts ist schwarz-weiß. Und auch Burka ist nicht schwarz-weiß. Ich habe selber oft eine Burka getragen, wenn ich in Afghanistan unterwegs war. Ganz einfach zu meinem eigenen Schutz. Weil wenn man als Frau, wenn man als ausländische Frau in Afghanistan umreist, dann läuft man immer in Gefahr, entweder entführt zu werden oder halt einfach das Ziel werden von einem Anschlag. Und die Burka hat einen gewissen Schutz gegeben. Ist verständlich, ist immer eine Frage von der Perspektive. Frau Wenger, wir gehen ja mit unseren eigenen Vorstellungen, die wir kennen aus der Schweiz, so wie wir aufgewachsen sind, und Vorstellungen von Gerechtigkeit und Lebenswert an die Realität von anderen Menschen an. Also ich komme mit meiner Vorstellung auf Afghanistan oder auch in die Gesellschaften, wo es eben nicht so gut läuft oder wo für uns völlig schräg ist oder schlimm, patriarchal, gewaltvoll ist. Wie verhindern Sie als Karin Wenger, dass Sie an dieser Realität, wo Sie mit der konfrontiert sind, nicht zerbrechen? Also ich glaube, als allererstes, wenn man in diese Länder reist und darüber berichtet, dann muss man eigentlich alles verlernen, was man je gelernt hat zu Hause. Weil eben die ganze, wir reden immer von Objektivität im Journalismus als eine der grossen Maximen. Aber am Ende, was ist Objektivität? Eben, wir kommen alle mit unseren kulturellen Backgrounds
und glauben und interpretieren die Welt so. Und man muss sich dem bewusst sein und man muss es irgendwo auch wieder vergessen. Und mit neuen Augen, mit neuer Neugier probieren, wollen zu verstehen, was bewegt die Menschen, wie fühlen sie sich, wieso machen sie, was sie machen. Also das ist immer mein Ansatz gewesen, nicht mit unserer Moralvorstellung kommen, sondern wirklich mit, was passiert jetzt da eigentlich und wie geht es den Leuten und wieso machen sie, was sie machen. Aber die Frage war, glaube ich, eine andere. Nicht unbedingt. Also, sie sagen ja mit dem, dass wenn sie eben mit unseren Augen würden reisen würden, dann würden sie zerbrechen. Also ja, wenn sie nur mit unseren, wenn sie sich nicht einlassen können auf die Realität in diesen Ländern, dann hält es ja gar nicht im Kopf aus, wenn du denn das siehst. Ja, ich glaube, da haben sie wirklich recht. Und das war ein Prozess, den ich wirklich lernen musste. Am Anfang geht man hin und denkt, das sind alles Opfer, oder? Das sind, die werden ausgenutzt, die Frauen haben kein Recht. Und mit der Zeit habe ich mich so wie umdenken. Also ich weiss, gerade in Afghanistan, als Frau hat man den grossen Vorteil, wenn man als Frau unterwegs ist, als Journalistin, dass man auch zu den Frauen kommt. Das haben meine Kollegen, meine männlichen Kollegen nicht gehabt. Und ich habe wirklich immer so die ganze Welt in Afghanistan können anschauen und interagieren, und Frauen eben auch. Und ich mag mich an sehr lustige Diskussionen mit den Frauen erinnern, also wo wir über Verhütung geredet haben, wo wir darüber geredet haben, wie sind jetzt die Männer da im Vergleich zu den Männern in der Schweiz. Die Frauen haben mich zum Teil auch gefragt, eben, wie wird man jetzt einen Mann wieder los, oder? Oder sie sind zum Teil auch froh gewesen, wenn die Männer unterwegs waren und vielleicht noch 3 Frauen hatten, dass sie nicht immer zu ihnen gekommen sind. Und da musste ich wirklich umdenken, ja? Und weg von dieser die armen Frauen. Nein, die Leute haben unglaubliche Ressourcen in sich immer wieder entdeckt. Und das ist für mich extrem inspirierend gewesen. Also das darf man nie vergessen. Spannend, ja. Da mit Ressourcen, da merke ich auch. Also ich frage mich jetzt immer wieder in Konfrontation, im Zusammensein mit unseren ukrainischen Gästen. Sie wissen, wir haben Familien da, sind auch unter uns jetzt ein paar. Ich frage mich, ob wir die Ressourcen hätten. Bei uns ist alles geregelt, oder? Bei uns ist alles geregelt. Wir haben für alles eine Fachstelle und für alles. Wir können alles delegieren. Bis ins Kesp. Wir können alles delegieren. Das ist unser grosses Unglück. Ja, manchmal, oder? Was die Ressourcen anbelangt, ob wir in einer absoluten Krise könnten in dem überleben, weiss ich nicht, oder? Und das ist auch, also das ist, was Sie fragen, das ist wirklich auch eine Frage, die ich mitgetragen habe und wo eigentlich auch all die 3 Bücher, die ich jetzt gemacht habe, das ist die Frage, die all die Bücher durchgetragen hat. Wie schaffen es Menschen, die so unglaubliche Extremsituationen wie ein Krieg, geiselhaft beim IS, ein Fabrikzusammenbruch, wie schaffen es so Leute, die so etwas überlebt haben, eben weiterzugehen? Wir kommen da gerade weiter. Kann ich meine Strandin rasch den Ding drücken, den Cursor drücken? Weiter. Komm, ich zeige es so schnell. Vielleicht geht es jetzt wieder. Mal schauen, sonst würde ich es dann sagen. Voilà. Das beruhigt mich, dass Ihnen das auch so sagt. Ich kann Ihnen sagen, Frau Wenger. Das ist die grösste Qual. Da gibt nicht Predigt die schlaflose Nacht, sondern die Technik. Ich weiß. Ja. Bis zum nächsten Monsum. Das weitere Buch von Ihnen. Das ist, glaube ich, eines der jüngsten Werke. Und in dem Buch porträtieren Sie Menschen, die eben eigentlich, was Sie schon gesagt haben, am schlimmsten knapp entronnen sind, also eigentlich am Tod entronnen sind und in extremsten Situationen ihr Leben managen. Sie haben zum Beispiel den Jonathan begleitet, einen Auftragskiller und Handlanger von der philippinischen Polizei in einem Drogenkrieg in den Philippinen. Oder der Aung Naing, ein burmesischer Journalist, der ins Gefängnis gekommen ist, weil er eben objektiv berichten wollte. Menschen mit Gesichtern, die kurz vor dem Brechen waren und trotzdem ihr Leben managen. Was hat sie bewegt, statt Reiseführer und Kulturgeschichten
Menschengeschichten zu schreiben. Ja, am Ende sind es ja die Menschen, die interessant sind. Und wir sind alles emotionale Wesen. Also ich glaube, das ist das, was uns zum Nachdenken bringt und was uns berührt und auch mich berührt hat. Und ich habe wie so zwei, es gibt wie zwei Gründe. Einerseits, um zu sagen, ich kann auch News machen, aber das News-Business ist ein langweiliges Business. Das geht so und die News sind wieder vorbei. Und ich habe mich immer gefragt, was passiert denn, wenn die Schlagzeilen vorbei sind? Also eben, wir hatten Afghanistan im letzten August. Heute redet niemand mehr von Afghanistan, heute redet alle von der Ukraine. Aber die Menschen leben ja weiter und die Taliban sind jetzt dort. Was bedeutet das für die Leute? Und das sind Fragen, die ich mir immer gestellt habe. Und darum habe ich angefangen, zu diesen Leuten zurückzugehen. Immer und immer wieder, über Jahre. Also all die Leute in diesen Büchern, die ich über 10, 11, 12 Jahre begleitet. Also das ist ein Faktor gewesen. Und das andere war eben wirklich, gewesen, ich war beeindruckt gewesen. Ich habe mich gefragt, ich habe immer gedacht, ich würde brechen, wenn ich so etwas würde erleben, was die Leute erlebt haben. Und eigentlich wollte ich so ein bisschen auf das Lebensgeheimnis kommen. Wie schaffen die das? Eben nicht zu brechen, nicht depressiv zu werden. Und es war so ein bisschen meine eigene Schatzsuche gewesen, glaube ich, muss ich fast sagen, zu diesen Leuten zurückzugehen, um herauszufinden, was passiert mit denen und wie schaffen die es, zum Weitergehen. Darum passt gerade auf die nächste Frage ein bisschen. Der Kampf ums Überleben ohne psychiatrische Unterstützung, ohne Depression und das Jammern über Bagatellen hier. Sie leben ja auch wieder hier und da in der Schweiz. Wie gehen Sie mit dieser Spannung um? Ja, so einen Teil muss man einfach ignorieren, oder? Wenn über die Nachbarskatze geschimpft wird, die im Garten gemacht hat, das muss man einfach ignorieren. Und ich hoffe schon, dass in dem, dass ich Geschichten erzählen kann von Leuten, die eben so Unglaubliches überlebt haben, dass auch die Leute da vielleicht ihre eigenen Leben ein bisschen anders anschauen. Vielleicht kann ich ja von einem Schicksal etwas gern, erzählen. Sehr gern. Also es gibt eine Frau da drin, die heisst Rosina. Die hat den grossen Fabrikzusammenbruch 2013 in Bangladesch überlebt. Bangladesch ist einer der grossen Kleiderproduzenten dieser Welt. Tragen die alle am Körper vermutlich. Wir alle tragen wahrscheinlich Kleider, die in Bangladesch gemacht worden sind. 2013 ist eine Fabrik zusammengefallen, die Rana Plaza Fabrik, über 1000 Leute sind umgekommen. Die meisten Frauen. Und ich habe eine Frau dann begleitet und bin immer wieder zu ihr zurückgegangen. Die Frau ist 3 Tage unter diesen Trümmern gelegen und hat sich am Ende müssen ihren eigenen Arm abschneiden, damit sie ihn rausziehen konnte. Nachher ist ihr Mann mit den ganzen Spendengeldern abgehauen. Und ein Jahr später, sie hatte ein kleines Mädchen damals, ein Jahr später, als ich zurückgegangen bin, war der Mann wieder da gewesen, weil er alle Spendengelder verspielt hat und sie das zweite Kind hatte. Und jetzt würde man natürlich sagen, das ist ja unglaublich, oder? Wie kann so jemand weiterleben? Das ist einfach ein riesiges Opfer, diese Frau. Und ich bin 2019 das letzte Mal zu ihr zurückgegangen und ich möchte Ihnen da eine kleine Passage vorlesen, was sie selber über ihr Leben dann gesagt hat. Also die Rosina, eben, sie ist eine Mutter von 2 Mädchen, 24, als ich mit ihr geredet habe, und sie sagt, wenn ich heute mein Leben betrachte, denke ich, sei zufrieden, Rosina. Meine Mutter hat mich geboren. Gott gab mir meine Arme und Beine, dann hat er mir einen Arm wieder genommen. An Gottes Entscheidungen lässt sich nichts ändern. Ich kann froh sein, dass ich meinen Arm im größten und schlimmsten Fabrikunfall unserer Geschichte verloren habe. Hätte ich einen Autounfall gehabt, hätte sich niemand um mich gekümmert. Ich hätte weder Geld, noch ein Haus, noch Aufmerksamkeit bekommen. Aber jetzt habe ich ein Dach über dem Kopf, ich schlafe in einem Bett mit meinen 2 Töchtern. Das ist mehr, als viele Leute haben. Und darum sind das sind schon Überlebensgeschichten und Geschichten, wo wir alle sagen, wow, das ist unglaublich und das sind Opfer, aber sie selber, und das hat mich immer wieder erstaunt, haben sich nicht als Opfer gesehen, sondern sie haben es irgendwie geschafft, ihre Leben zu betrachten, mit dem, wo sie das Licht gesehen haben. Sie haben das Licht gesehen, oder? Und nicht Dunkelheit. Und es hätte sehr viel Dunkelheit gegeben, was sie hätten können sehen. Auf das können wir nachher noch sprechen. Ich finde das einen ganz wichtigen Gedanken. Es hat ja ganz viel mit
dem Kern unserer Religion zu tun. Wir sind immer noch in der Osterzeit. Ich komme nachher darauf zu sprechen. Aber schon mal vorweg, das Leid gehört ins Leben. Und was sie sagt, Gott hat mir zwei Arme gegeben und einen wieder genommen. Der Pragmatismus, der dahinter ist, hilft vielen Menschen, merke ich jetzt in vielen Krisengebieten, hilft vielen Menschen überhaupt im Überleben. In einem weiteren Buch, kannst du nochmal schnell drucken. In einem weiteren Buch von Ihnen gibt es auch das dritte Titel, Jacob, der Gefangene, ein erfolgreicher indischer Geschäftsmann, der Stern von seiner, ich glaube, eher wohlhabenden indischen Familie. Er liebt rauschende Partys, schreiben sie, und das Hochgefühl von Ecstasy, Drogen. Dann kommt der freie Fall, weil er wegen dem Drogenbesitz verhaftet und verurteilt worden ist und dem von dem schlimmsten und grössten Gefängnis von Asien hat müssen, eingebuchtet worden ist und fast draufgegangen ist, wie man so schön sagt. 10 Jahre haben sie auch ihn begleitet und erlebt, wie er aus dem tiefsten Punkt sich quasi erhebt hat. Können Sie euch etwas über ihn erzählen und wie geht es ihm heute? Ja, ich möchte zuerst mal erzählen, wie es zu dieser Geschichte überhaupt gekommen ist. Also zu den meisten von diesen Geschichten, entweder bin ich im Rahmen von der Newsberichterstattung zu diesen Leuten gekommen oder ganz anders. Also sehr vieles ist auch durch Zufall. Und der Jacob, also ich habe 6,5 Jahre in Neu-Delhi gewohnt. Ich bin zuerst Südasien-Korrespondentin, sind jetzt die letzten 6 Jahre Südostasien-Korrespondentin mit Sitz in Bangkok. Und in Neu-Delhi, das erste Jahr, bin ich ständig krank gewesen, weil Neu-Delhi ist eine sehr anstrengende Stadt. Also im Sommer ist es 50 Grad, im Winter ist es kalt und zwischendrin ist die Luft einfach so schlecht, dass man auch nicht raus kann. Und ich hatte alle möglichen Krankheiten, Denguefieber und alle anderen möglichen tropischen Krankheiten. Und irgendwann gesagt, jetzt muss irgendetwas gehen. Ich muss mich wieder ein bisschen mitten, ich muss irgendeinen Weg finden, um einfach die innere Stärke auch aufzubringen, um die Arbeit machen und an dem Ort zu leben. Da habe ich mich angemeldet zu einem 10-tägigen Vipassana-Meditationskurs im Himalaya. Das war 10 Tage im Schweigen, 10 Stunden Meditation am Tag. Und jeden Abend hat es einen kleinen Vortrag gegeben von jemandem, den wir zuhören konnten. Und in einem dieser Vorträge haben sie gesagt, im Gefängnis von Neu-Delhi, im grössten Gefängnis vom ganzen Land, es hat Platz für 5'000 Insassen, es hat aber etwa 3-mal so viele Insassen dort drinnen, dort tun sie die Vipassana-Kurse, die Meditationskurse auch anbieten. Und ich habe dann gedacht, wow, das möchte ich unbedingt sehen. Ich möchte eine Reportage darüber machen, weil ich habe mich gefragt, was passiert mit Gefangenen, wenn sie 10 Tage im Schweigen allein mit ihren eigenen Gedanken und Ängsten und ihrer Vergangenheit sitzen. Und so bin ich in das Gefängnis gekommen und habe dann dort eben Jacob kennengelernt. Und wir haben miteinander geredet. Er hat schon 4 Vipassana-Kurse gemacht. Er ist schon 3,5 Jahre in Untersuchungshaft gesessen damals. Er hat keine Ahnung gehabt, wie sein Urteil wird auskommen, was wird passieren. Und wir haben eine halbe Stunde geredet und er hat mir angefangen zu erzählen über die Machenschaften im Gefängnis. Drogenbesitz, Drogenhandel, wer wen umbringt und wo wer wen kontrolliert. Und ich habe dann gemerkt, in einer halben Stunde, das lange nie. Und habe ihm dann gesagt, weißt du was, können wir nicht irgendwie so eine Brieffreundschaft miteinander anfangen und du erzählst mir über das Funktionieren von dem Gefängnis und von deinem Leben. Und so ist dann eine Brieffreundschaft entstanden und ich habe ihm immer über seine Anwälte habe ich ihm Fragen zukommen lassen und er hat mir dann immer mehrseitige, 10, 20, 30-seitige Briefe zurückgeschrieben mit ganz vielen Details über den Alltag. Und ich lese vielleicht auch noch eine kleine Passage daraus aus dem ersten Brief von Jacob. Ich begleite ihn bis heute, da ist dann natürlich eine Freundschaft daraus geworden in all diesen Jahren. Und sein erster Brief war vom November 2011. Liebe Karin, das ist mein erster Brief an dich und ich weiß gar nicht, ob ich das noch kann, Briefe schreiben. Wo beginnen? Bevor ich nach Tihar kam ins Gefängnis, wusste ich nicht, wie man mordet, stiehlt oder Häuser ausraubt. Nun weiß ich es. Ich habe so viele Geschichten von Mord, Totschlag, Überfällen oder Internetkriminalität gehört. Nur wenigen hilft dieser Ort, ein besserer Mensch zu werden. Den meisten hilft er, ein schlechterer Mensch mit einem besseren Netzwerk zu werden. Die Vipassana-Meditation, und wegen der haben wir uns ja kennengelernt, hilft dir, eine Entscheidung zu treffen,
zu welcher Welt du gehören willst. Ich habe mich längst entschieden und werde wohl mit keinem einzigen hier Kontakt halten, sobald ich wieder frei bin. Die Gefängnisleitung ist mächtig stolz auf ihre Meditationskurse, aber ehrlich, die meisten hier drin meditieren keine Minute in ihrer ganzen Haftzeit. Sie sagen, ich bin ja schon im Gefängnis, warum sollte ich mich jetzt noch in ein Gefängnis im Gefängnis einsperren lassen, in dem ich nicht sprechen darf und noch mehr Regeln befolgen muss? Ich glaube, sie fürchten sich vor den emotionalen und gedanklichen Irrgärten, in die sie sich verirren würden, und vor der Wut, der Trauer und dem Schmerz, die sie nicht betäuben und vor denen sie nicht fliehen könnten, wenn sie still sitzen müssten. Und er ist wirklich so eine, also der Jacob hat mich auch ganz viel gelehrt. Einerseits, was er eben sagt, wenn wir mal aufhören umrennen, oder, und mal anfangen still sitzen, dann passiert wahnsinnig viel. Es passiert aber auch, es passiert so viele Sachen, die man eigentlich lieber nicht würde sehen. Die Ängste, die kommen, die Irrwege, die wir uns verlieren. Und einfach sein damit. Und ich glaube, gerade in unserer Gesellschaft da haben wir ja oft Tendenz, wir denken, wir müssen immer glücklich sein. Es muss immer schön sein. Und wenn wir mal unzufrieden sind, dann unternehmen wir alles, um sofort dort wieder rauszugehen. Und gerade in der Meditation, wie passt eine Meditation und im Sein, hat sie mir auch die Kraft zu merken, wir haben die Kraft, um die negativen Sachen aushalten und sie gehen wieder vorbei. Also das ist sicher etwas, was ich von Jacob gelernt habe. Und er ist auch einfach unglaublich, weil er ist ein Mann mit vielen Leben. Er ist rausgekommen dann und hat sich immer und immer wieder neu erfunden. Im Moment ist er Bauer und hat Kühe. Also es ist wirklich, ich schaue sein Leben an und denke, wow, wir können immer wieder von vorne anfangen und unser Leben neu erschaffen. Das ist das, so stirbt unser Nein, so spricht Gott unser Ja. Ich glaube, das kommt ja in vermutlich allen Religionen vor, dass die Kraft, das Bejahtsein von Gott, hätten wir. Und das ist, ob es in Indien ist oder da, die Flucht vor sich selber ist, glaube ich, ein Thema, wo uns alle in allen Kulturen beschäftigt, dass wir gewisse Sünden nicht können aushalten. Nochmal ein Druck. Hoffnung. Hoffnung, dass das Licht am Ende vom Tunnel nach der Kurve auch wirklich da ist. So wie Sie es jetzt auch so ein bisschen beschreiben in den Lebensgeschichten. Die Hoffnung, dass das Licht da ist, ist für Sie, glaube ich, wie eine Treibfeder. Lässt sich Ihre Hoffnung nie brechen? Also ich glaube, es ist eben nicht Hoffnung, sondern es ist Vertrauen. Weil das Licht ist ja immer da. Aber das Vertrauen haben, dass man das Licht auch sieht. Ja, und vielleicht kann ich da nochmal etwas bitte lesen, weil auch da wieder, eben die Leute haben mich sehr viel gelehrt. Und ich möchte noch etwas lesen vom Yuk Chang. Der Yuk Chang hat die Roten Khmer überlebt. Die Roten Khmer sind 1975 in Kambodscha, in Phnom Penh, einmarschiert und haben das ganze Land übernommen. Die Roten Khmer haben damals das Land in einen autarken Bauernstaat, kommunistischen Bauernstaat, verwandeln. Sie haben alle umgebracht, die irgendwie intellektuell waren. Ärzte, Lehrer, Brüllenträger, aber auch Mönche. Es sind fast 2 Millionen Leute umgekommen, ein Viertel der ganzen Bevölkerung. Und der Mann, den ich hier porträtiere, der Yuk Chang, der war damals ein Bub, 12. Der ist aufs Land getrieben worden, wie alle, die auf der Stadt gewohnt haben. Er hat dann dort fast seine ganze Familie verloren. Und ist erst später, die Roten Khmer sind knapp 4 Jahre an der Macht gewesen, und er ist dann später geflohen nach Thailand, dann in die Philippinen, dann auf Amerika, wo er eine sehr gute Ausbildung bekommen hat. Und ist dann zurückgegangen auf Kambodscha, wo er jetzt Direktor ist vom Dokumentationszentrum. Und wenn er redet über die Erinnerungen eben von dieser Zeit von der Roten Khmer, dann sagt er Folgendes. Aber weißt du, woran ich mich am besten erinnere aus jener Zeit? Es sind nicht die Toten, nicht das zehrende Gefühl im Magen, sondern die Blumen. Nachdem sie den Reis weggeschafft hatten, wuchsen kleine gelbe Blumen im Stroh der Felder.
Zuerst waren es nur ein paar wenige, doch dann wurden es Tag für Tag mehr, bis sich der schönste Garten der Welt vor uns ausbreitete. Diese Schönheit überdeckte das Grauen und ließ mich das Gefühl der Liebe nie vergessen. Ich war verliebt in diesen Garten. Er gab mir die Kraft, ein Jahr länger durchzuhalten, bis zur nächsten Ernte zu überleben, bis zum Ende dieser Schreckensherrschaft. Also er hat die Fähigkeit gehabt, in dem tief schwarzen Moment von der Roten Khmer, wo seine Schwester und Brüder umgebracht worden sind und gestorben sind, immer noch die Blumen zu sehen. Und ich glaube, das ist wirklich die Kunst, und es ist, ich finde, es ist eine Kunst, oder? Wo man muss lernen im Leben. Dass man in den tief schwärzesten Moment die Fähigkeit behaltet, auch immer noch das Licht und die Schönheit zu sehen. Und da sind wir jetzt bei fast der letzten Frage. Es ist etwas Österliches, was Sie beschreiben. Das ist das, was unser Glaube will sagen. Es Dunkel ist da und trotzdem das Vertrauen haben, dass dahinterste in dieser Sackgasse eine Tür aufgeht. Dass man die Zusage haben, dass eine Tür aufgeht. Sei es im Leben da oder sei es auch am Ende von unserem Leben. Sind Sie so ein österlicher Mensch? Also sind Sie geprägt von dem von Ostern? Ist das für Sie eine Realität? Also, ich bin in der Schweiz aufgewachsen und ich bin in die Sonntagsschule gegangen und von dem her sind die Ostern natürlich Teil von meiner eigenen Geschichte auch. Aber ich glaube, es ist mehr wirklich einfach so das Urvertrauen ins Leben, oder? Dass das Leben sich immer wieder wandelt und immer wieder eben ein neues Leben nach dem alten Leben kommt. Also, ja, vielleicht ist das österlich, aber man könnte auch... Ich glaube, es gibt es in allen Religionen, oder? Es ist wirklich einfach, ich glaube, das Urvertrauen ins Leben. Und das ist ja, ich meine, wir sehen das ja in der Welt und im Jahr selber, die Erneuerung, die jedes Jahr wieder stattfindet. Mit dem Frühling, dem Sommer, dann stirbt es wieder und es kommt wieder der Frühling. Und ja, auf das vertraue ich. In meinem Leben, im Leben von anderen, in dieser Welt, dass der Frühling immer wieder kommt. Ein schönes Bild, das sagen übrigens auch Kirchenväter. Der Tod ist wie der ewige Frühling, also wo es nicht mehr Winter wird. Also, dass, wenn wir das durchgemacht haben im Leben, dass das endgültige Gehen von dieser Welt, wie es eintreten ist in ewigen Frühling. Ich finde das ein wunderschönes Bild, dass der Tod keinen Winter mehr kennt. Wir stehen noch der letzte Schlag. Wir stehen vor der Bühne von einem abscheulichen Krieg, wo Sie vermutlich eben schon mehrfach kennen. Aber damals in Europa und vielleicht darum beschäftigt uns der so sehr, weil er einfach kulturell irgendwo näher ist als alle anderen, wo eben so schlimme Abgründe übrigens sind. Was macht denn der Konflikt, den Sie jetzt hören, da mit Ihnen, wenn Sie mit ukrainischen Menschen im Kontakt sind oder vielleicht mit der Frau Tschirki reden, der Journalistin auch von Ihrem Arbeitgeber? Gibt es da manchmal ein Gefühl von Rache oder dass sie Vergeltung ausüben? Wie gehen Sie mit dem um? Vergeltung nicht, aber Wut sicher. Also Wut ist sicher ein Gefühl, das ich kenne. Ich muss sagen, eben der Ukraine-Krieg, der ist jetzt für sie all da, steht vor der Tür. Ich habe jetzt 12 Jahre in Asien gelebt und habe Krieg ständig vor meiner Haustür gehabt. Und für mich ist es wie ein Perspektivenwechsel, weil auf einmal ist da ein Krieg, der nicht vor meiner Haustür ist. Und ich merke, wie das die Leute da bewegt, weil es eben einfach die Nähe hat. Und ja, Wut, das ist schon etwas, was ich kenne und was ich auch kenne von Leuten, die ich, also der letzte Krieg, den ich jetzt sehr nahe miterlebt habe, ist der Militärputsch in Myanmar und der Krieg, der sich jetzt daraus entwickelt hat. Und da habe ich sehr viele Leute begleitet, auch eben ein Journalist, der auch da drinnen zu Wort kommt. Und da ist Wut ist ein Thema, ist aber gleichzeitig auch eine extreme Lebenskraft. Also Wut, die dazu geführt hat, dass die Leute aufstehen und sagen, nicht mit uns, oder? Das lassen wir nicht mit uns machen. Es braucht manchmal die Wut, die dann etwas bewegt. Ja, das glaube ich schon, ja. Ich meine, Vergeltung, das ist etwas, wo wir uns selber wieder ins eigene Fleisch schneiden. Aber ich glaube, Wut darf schon mal sein, doch. Mhm. Ja.
Wir sind eigentlich bei der letzten Frage angekommen. Wenn Sie wieder mal da in der Schweiz daheim sind, wo ja, mit ein paar Zechen sind Sie gleich noch irgendwie da auch daheim, wenn Sie jemanden treffen, der über sein eigenes Leben klagt, weil es nicht so läuft, wie er sich es vorstellt, im Wissen, dass es eben ganz anderes Leid gibt, was würden Sie einem so unzufriedenen Mensch, so einem typischen, ja, unzufriedenen Schweizer, wo seine Luxusprobleme thematisiert, was würden Sie dem raten? Gar nicht. Weil am Ende sind wir alle selber verantwortlich für unser Leben. Wenn jemand möchte in dieser Haltung verharren, dann soll er in dieser Haltung verharren. Also auch etwas, was ich gelernt habe, vielleicht um auf die Grundfrage zurückzukommen. Wie haben es die Leute geschafft, um weiterzuleben, ohne zu brechen? Mhm. Und ich glaube, eine Antwort ist ganz klar, sie haben es geschafft, sich aus dieser Opferrolle. Und das ist ja genau so eine Opferrolle, oder? Wenn man in Klagen verfällt für Sachen, die eigentlich nicht klagenswert sind. Die haben es geschafft, sich aus dieser Opferrolle zu befreien und zu sagen, ja, mir ist etwas extrem Schlimmes passiert, aber ich bin nicht mehr der Mensch, den ich bin vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren. Ich bin eine andere Person heute und das Leben ist da vorne. Und es ist in meiner Hand, um das Leben anzuschauen mit der Perspektive, die ich einnehme. Also, ich würde all diesen Leuten wünschen, dass sie sich zuerst mal aus dieser Opferrolle befreien können und dann eben wieder die Schönheit sehen und das Licht, das immer da ist. Das ist ein starkes Wort, dass man in der Opferrolle sich nicht suhlt, sondern ausbricht. Dass durch die Erfahrung auch von dem Opfer sein, der Mut, die Kraft entsteht, auszubrechen. Wir sind am Schluss vom Interview. Ich will Ihnen ganz am Schluss noch Danke sagen, auch jetzt schon ein ganz grosses Merci, dass Sie so persönlich, so nah uns Einblick gegeben haben in das, was Sie erlebt haben, aber auch in Karin Wenger, wie sie ist und was da mit ihr gemacht hat. Und lasst Sie jetzt alle ein, vielleicht eben genau da, was wir manchmal eben selber als Opfer sehen bei uns, anzulegen, zum Altar zu führen. Ich lasse Sie einen Gedanken zu fassen für etwas, was Sie gerne möchten, loswerden, sei es ein Mensch, der in Sorge lebt oder vielleicht eine eigene Herausforderung, die Sie meistern müssen, dass wir da dem unbegreiflichen Gott in die Hand legen können. Hinten sind Kerzen bereit, ich bitte Sie, über die Seitengänge hinten zu gehen und über den Mittelgang mit dem Licht nach vorne zu kommen. Und da vorne hat es so eine Steillandschaft, so eine, mit einem Tuch. Stellen Sie doch das Licht einfach dort drauf. Und wir können dann nachher ins Mahl, ins Abendmahl, in Kommunion für Ihnen. Und ich lade Sie ein, einfach mitzugehen mit Ihren ganz persönlichen Gedanken. Und im Gebet möchte ich denn das gern aufnehmen, wenn wir Gott hinlegen.
geheimnisvolle, ewige Gott, von dir sind unsere Kerzen. Sie stehen für das, was wir dir möchten, in die Hand legen. Uns selber, Menschen, Situationen, die wir selber nicht lösen können, nicht im Griff haben, sich unserer Machbarkeit entziehen. Wir möchten unseren Glauben nähren, mit dir, dem Brot vom Leben. Denn du bist der Gott vom Leben. Wenn jemand weiss, was es heisst, in Gewalt und Tod, an Frieden und das Licht zu glauben, dann ist es Jesus Christus. Der Tod hat Schmerz gebracht, aber er hat keine Macht über ihn gehabt. Durch das Aufstoßen im Tod von ihm wissen wir, das Leben endet nicht mit dem Nichts. Das ist unser Glaube. Und der Glaube will man stärken, indem wir uns nähren mit dem Brot vom Leben. Gott, du lässt uns Grenzen spüren, wenn wir den Weg verfehlen, uns überschätzen, dem Kleinen und Schwachen keine Sorge tragen. Und immer wieder nimmst du uns an, wie Eltern ihre Kinder mit unseren Fehlern und Schwächen. Und wie oft sind wir selber der Grund für die persönliche Unzufriedenheit. Wir sind jetzt eingeladen, dich zu teilen, die gewandelt eure Stein, wo uns geschenkt ist, damit wir immer mehr erkennen, dass dieses Jahr in uns hineinlebt. Geist von der Liebe, Geist von der Freiheit und der Hoffnung, lenkt unser Tun und Lassen, unser Denken und Reden, damit die Gemeinschaft von den Menschen guten Willens gestärkt und Einheit unter den Menschen gefördert wird. Mach unser Herz auf und lass uns Christus willkommen heißen. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Jetzt lade ich Sie ein, das Gebetsbett, das uns verbindet, das Christus, Vater unser oder unser Vater. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns in der Versuchung und erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede und die Liebe und das Leben Jesu Christi sei allezeit mit euch. Und es ist ein anderes Zeichen von dieser Verbundenheit. Lobet und preiset ihr Völker dem Herrn. Wir singen jetzt einmal gemeinsam und dann im Kanon. Gottes,
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Und Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und alle ließen ihn fallen und gingen von dannen. Kommunion, wie es üblich, sind alle eingeladen zur Kommunion. Kommen Sie führen, wenn Sie gerne möchten, kommunizieren, das Brot vom Leben. Und es wird Ihnen in die Hand geleitet. Gott, wir danken dir für das Brot des Lebens, das du uns geschenkt hast. Es drückt aus, was wir uns erhoffen, was wir vertrauen, dass du das Licht bist am Ende des Tunnels, dass dein Licht immer brennt. Wir müssen es nur sehen. Gib uns den Blick nach innen und nach oben, aber auch den Blick in die Welt. Lass uns nicht brechen an den Widersprüchen unserer Welt, sondern an dich glauben, dass du der bist, der auf krummen Linien der Menschen gerade schreiben kann. Dafür danken wir dir und loben dich
heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns auf unseren Wegen. Wir singen Schlusslied miteinander. Sei dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, um uns und auf unseren Wegen. Segne, begleite, führe und schütze uns, die Menschen in Afghanistan, in Südostasien, in der Ukraine und überall, wo Leid herrscht. Aber auch bei den Menschen unter uns, die Schweres ertragen, damit die Hoffnung und das Vertrauen auf dein Licht nicht verloren gehen. Segne die Welt. Du dreieiniger, gütiger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Zum Schluss noch 2, 3 Mitteilungen. Auf Wunsch von der Karin Wenger darf ich Kollekten aufnehmen für Médecins Sans Frontières. Médecins Sans Frontières sind in den Ländern tätig, wo eben nicht mehr richtig funktioniert, aber sicher nicht das Gesundheitssystem. Auch dort, wo Krieg herrscht, sind sie im Einsatz. Und eben ohne Grenzen stellen sie sich zur Verfügung stellen für Menschen in der allergrössten Not. Ganz herzlichen Dank für Ihre Kollekte. Gottesdienste in der Woche sind wie gewohnt, außer am Mittwoch, am 11. Mai. Da findet kein Gottesdienst statt.
Dafür am Abend am 6 Uhr in der Lourdes-Kapelle in Appenzell gibt es eine Mai-Andacht. Mit Fahrgelegenheit ab 5:30 Uhr bei der Kirche in Bühler. Und am nächsten Sonntag, am Sonntagabend, hier bei uns, also das heisst in Bühler, ist dann Santa Messa in Italiana, neben dem gewohnten Gottesdienst. Am nächsten Sonntag, am 5 Uhr in Bühler, Santa Messa mit dem Italiener Seelsorger in Bühler. Zum Schluss bleibt es mir noch ganz herzlich Danke zu sagen. Und jetzt wäre ich froh, wenn Sie es auch betroffen hat, so wie mich, dass Sie noch ein Zeichen setzen mit dem Applaus. Denn Frau Wenger ist am Muttertag hier angekommen und hat uns ganz viel von ihrem Leben auch mitgegeben. Ich glaube, wir haben sie so gespürt und was sie umtreibt. Und sie als Mensch sind ganz und gar da gewesen. Das ist nicht selbstverständlich. Für mich war das eines der bewegendsten Gespräche an der Kanzel gewesen. Auch wenn es heute nicht so viele Lücken hat, aufgrund des heutigen Tages, sind viele am Zmörgeln mit Mamis und was auch immer. Ich kann da den Leuten nicht verübeln, aber ich schätze es auch, dass sie trotzdem gekommen sind. Und einen ganz grossen Dank an Sie, Frau Wenger. Merci. Und weil Frau Wenger einmal sicher den Morgen verpasst hat, daheim mit ihrer Mutter oder mit wem auch immer, gibt es auch etwas für einen künftigen Morgen, für einen guten Brunch mit Appenzeller-Spezialitäten. Wir haben bei uns ganz einen guten Hofladen. Man darf ja schon ein bisschen Werbung machen, der ist wirklich genial. Das sind alles Produkte aus der Gegend, das ist nichts aus einer Fabrik, in der höchsten Qualität. Und ich möchte Ihnen einfach ein Zeichen von der Anerkennung damit geben und vom grossen Dank, dass Sie uns Anteil gegeben haben an dem, was Sie bewegt und an Ihrem Leben. Ganz herzlichen Dank. Wir haben heute ein bisschen länger ausharren in der Kirche. Dafür dürfen wir dann nächste Woche Pause. Nein, dürfen wir keine Pause machen. Nein, es ist ja, gibt ja zu gutem Glück keine Sonntagspflicht mehr. Ein Smiley lacht heute euch noch an. Zum Muttertag kommen alle, auch die Väter, ein Smiley über. Also wir teilen da nicht mehr aufteilen. Der Muttertag ist der Tag der mütterlichen und väterlichen Menschen. Also sie kommen alle so ein Smiley noch mit heim über, wo sie dürfen lustig reinbeissen dürfen. Es ist wirklich etwas Feines. Sie haben vorher schon probiert in den Sackelstein. Und die Gelegenheit wäre, ein Buch zu kaufen, wenn Sie gerne möchten. Sie würde es, glaube ich, auch noch unterschreiben. Aus den vielen Werken über das, was wir heute gehört haben. Wenn Sie etwas sind, was ich möchte schenken möchte, oder für den anstehenden Sommer jetzt die Hoffnung ein bisschen stärken. Es sind ja nicht Bücher, die abstellen. Es sind zwar abstellende Erlebnisse, aber die aufbauen. Ich glaube, es hilft uns, unser eigenes Schicksal ein bisschen mit anderen Augen anzuschauen. Darum, ich möchte ganz herzlich empfehlen, dass Sie vielleicht beim Büchertisch noch vorbeischauen und das ein oder andere Werk noch mitnehmen. Ich glaube, Frau Wenger wird es auch noch unterschreiben, haben Sie gesagt, gell? Also, dann wünsche ich Ihnen allen einen schönen Sonntag und lieben Dank an Alessandro. Gehen wir hin, bringen Freude, Hoffnung und Frieden. Danke, sei Gott, dem Herrn.